Hier sind Thomas D. und Smudo! Smudo, Thomas D. Guten Abend. Sehr guten Tag. Sehr schön, dass ihr da seid. Ah, schönen guten Tag. Oh, der Durst. Nehmt, trinkt Wasser, alles, was wir können. Haut rein. Captain Fantastic ist der Wahnsinn, es ist ein super gutes Album. Ich sage das nicht nur aus Sympathie, sondern weil es wirklich so ist. Und es ist eingeschlagen wie eine Bombe im positiven Sinne, kann man sagen. Ja, Mann. Und das nach knapp 30 Jahren. Das 10. Album. Wurde auch Zeit. Glücklich, freuen uns wie kleine Kinder drüber. Aber erfolgreich seid ihr ja immer. Also wenn ihr was released, ist es immer erfolgreich. Ja, aber das sagst du so einfach. Ja, trotzdem. Für einen Künstler ist es nicht so leicht, immer mit dieser souveränen Sicht zu sagen, ja, wird eh ein Erfolg. Wir kämpfen schon jedes Mal. Weil auch erfolgreich war, muss man ja auch. An die Substanz. Du musst nachliefern. Ich dachte Andi Y. Na gut. Andi Y. Wie macht man das, wenn man so ein neues Album macht? Und das ist ja natürlich klar, diese alte Frage, ist da Druck und so weiter da? Aber an wen denkt ihr denn, wenn ihr ein Album macht? Denkt ihr an die Fans, die so eine gewisse Erwartungshaltung haben? Denkt ihr an euch oder denkt ihr gar nichts? Also ganz am Anfang, wenn wir uns dazu entschließen, eine neue Platte zu machen, ist natürlich die Angst da. Ja. Ah, wird das geil, können wir das machen? Finden das denn auch unsere Fans gut? Ganz wichtig, finden wir es eigentlich noch gut? Und bis wir uns dann so richtig reingefuchst haben und komplett in unseren eigenen Kosmos uns nach innen wenden und anfangen dann die Sachen zu schreiben, die können nur von uns sein, sie müssen uns gefallen, dann haben wir immer noch so viel Vertrauen darin, dass wir sagen, wenn es uns gefällt, gefällt es auch genug anderen hoffentlich. Deswegen versuchen und ist die Aufgabe eher, sich von den Erwartungshaltungen zu lösen und zu versuchen, nicht etwas machen zu wollen, von dem man denkt, dass es andere von einem wollen, sondern das zu finden, was wir senden wollen. Es gibt bei YouTube gibt's so ein Tagebuch, so ein Captain Fantastic Tagebuch, da sieht man so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und man sieht, da einfach tanzt auch mal so eine Sportzigarette durch den Raum und so. Also vielleicht ja nicht, dreht sportlich waren wir schon immer. Sehr, sehr große. Sehr sportlich. Das war eine Mentholzigarette. Ach so, ja. Verstehe. Die machen ja sehr hungrig und albern, diese Mentholzigarette. Das stimmt, vor allem mit selbstgemachter Pfefferminze aus dem Garten. Wir nehmen die, dann wird sie zerhäckselt, dann wird sie in die Sonne gelegt. Wenn sie trocken ist, ein Teil davon wird Tee gemacht, ein anderer wird eingerollt. Wie ist es denn, wenn man jetzt, also dieses nächste Jahr, weil ihr immer so guckt, was euer Tourkalender angeht, ihr seid ja wirklich komplett unterwegs. Also das nächste Jahr könnt ihr im Grunde Privatleben abhaken. Ne? Das ist nur Tour, es sind Festivals und so. Was nehmt ihr denn mit? Man packt ja seinen Koffer schon im Kopf. Was nehmt ihr mit auf sich? Ich packe meinen Koffer mäßig. Ja. Ich nehme mit eine Sportzigarette. Das hast du gesagt. Ich wollte sagen, und ich nehme mit eine Sportzigarette und Pfefferminztee. Eine Sportzigarette, ein Pfefferminztee und ein Unterberg. Eine Sportzigarette, ein Pfefferminztee, ein Unterberg und ein Glas. Es ist geil, dass ihr einfach so, ich packe meinen Koffer, ich hab's gar nicht, aber so, toll, ist toll, wir können das ewig weitermachen. Also willst du mitmachen vielleicht? Ich wollte eigentlich mitmachen, aber ich hatte vorhin eine Sportzigarette, ich könnte nicht mithalten. Was nimmt man mit, seine Kumpels? Wir gehen dann, wenn irgendwas, wir sind solvent, wenn was fehlt, kaufen wir es uns. So! Jawohl. Außerdem haben wir 80 Mann dabei auf Tour, also da kann man sich auch mal vom einen oder anderen was leihen, wenn man. Aber 80 Mann nehmen wir mit. So lang am Stück sind wir auch nicht unterwegs. Eine Riesenbühne. Ich bin gar nicht neidisch auf die Welttour-Kollegen, die großen internationalen Superstars, die wirklich ein ganzes Jahr wechseln, auf der ganzen Welt spielen. Meine Güte, wir spielen alle paar Jahre eine Tour, die drei Wochen eher geht. Und dann die Festivals sind alle am Wochenende, zwischendurch immer wieder zu Hause. Das geht schon. Mal sind wir selten zu Hause, mal sind wir viel zu Hause. Und manchmal ist es ja auch ganz gut für den Familienfrieden, wenn man mal wenn der Alte mal weg ist. Wenn der Alte mal nicht nervt, genau. Schlimm ist, zurückzukommen und dann abends. Und sich dann die Sportzigarette abzugewöhnen. Ja. Ja. Oder um 9:30 zu sagen, warum applaudiert ihr nicht? Familie, ich bin jetzt gerade in den Raum gekommen, die letzten Wochen, wir sind alle ausgeflippt, wenn Thomas, ich irgendwie. Ich bin's. Dann also, oh, der Vater, wenn er. Es dauert halt ein bisschen, bis man wieder reinkommt in den. Wollt ihr noch was zu essen? Kann ich euch sagen? Meine Kinder haben schon neulich gesagt, es ist ihnen lieber, wenn ich die lange Pyjama-Hose anziehe. Ohne Scheiß.